Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Es gibt immer mehr konkrete Maßnahmen in Ungarn wegen des Coronavirus. Den neuesten Informationen nach habe man am Flughafen Lisztorenz Fieberkontrollen bei der Einreise aus dem Iran eingeführt. Fieberkontrollen finden auch an Grenzübergängen für den Straßenverkehr statt. Auch die ungarischen Staatsbahnen sind auf die Situation vorbereitet. An 6 wichtigen Grenzübergangsstellen für den Straßenverkehr werden diejenigen verstärkt kontrolliert, die aus Italien, China oder aus dem fernen Osten einreisen wollen. In Schutzmontur gekleidet messen Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Körpertemperatur der Ankommenden. Am internationalen Flughafen Lisztferenc werden täglich mehrere hundert Passagiere kontrolliert. Landesweit wurden mehrere Vorkehrungsmaßnahmen beschlossen. Die Universität der Wissenschaften in Szeged bat alle Studierenden, die aus betroffenen Regionen zurückkehrten, sie sollten 2 Wochen zu Hause bleiben. Die ungarischen Staatsbahnen MAV haben sich auch gegen den Virus gewappnet. Schaffner erhalten Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Hände. Jene Zubegleiter, die im grenzübergreifenden Verkehr eingesetzt sind, bekommen zusätzlich auch medizinische Atemschutzmasken. Der operative Stab überwacht die Gesamtsituation ununterbrochen und übermittelte die Information. Bis dato sei es nicht vonnöten, irgendwelche Groß- oder Massenveranstaltungen wegen des Coronavirus zu verschieben. In Ungarn seien Mundschutzmasken keine Mangelware, für konstanten Nachschub werde gesorgt. Darüber sprach Gerge Gulyás. Der Minister im Amte des Ministerpräsidenten stellte klar, in Ungarn gäbe es weiterhin keine mit Coronavirus infizierte Person. Aktuell befinden sich 18 Menschen in Quarantäne. Unter denen sind Schüler, Lehrer, ein Busfahrer, 3 Personen vom Kreuzfahrtschiff aus Kambodscha und ein Lkw-Fahrer, der aus Italien zurückgekehrt ist. Die Menschen sind alle wohlauf und sind symptom- und beschwerdefrei, sagte der Minister. Die Regierung spüre die getrübte Stimmung in der Öffentlichkeit. Man werde weiterhin alles Erdenkliche für die Gewährleistung der Sicherheit und die Erhaltung der Gesundheit der ungarischen Bevölkerung unternehmen. Darüber sprach bereits der Staatssekretär im Ministerium für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten. Thomas Schmenzer fügte hinzu, man bitte jeden um Gelassenheit. Jede Maßnahme, die seitens der Regierung getroffen wird, erfolgt nur auf Empfehlung von Fachexperten aus dem Gesundheitswesen, sagte Thomas Schmenzer. Der Staatssekretär erwähnte auch, man untersuche, wie man jene ungarischen Urlauber nach Ungarn zurückholen könnte, die in dem Hotel auf Teneriffa gefangen wären, welches unter Quarantäne gestellt wurde. Im Moment stornieren ungarische Reisende ihre Urlaubsbuchungen noch nicht massenhaft. Die meisten verschieben eher ihre Reise und verfolgen die Situation, erklärten die Besucher an der Reisemesse in Budapest gegenüber dem M1. Dieses Jahr ist gerade Italien der Ehrengast. Auf der Reisemesse werden inländische Städte und Länder im Ausland vorgestellt. Viele Menschen wählen hier den Zielort ihres Sommerurlaubs. In diesem Jahr sind mehr als 250 Aussteller aus 40 Ländern angereist. Der inländische Ehrengast ist Eger und seine Region, während der ausländische Italien ist. Mehrere Besucher haben bereits eine Reise nach Italien gebucht. Die meisten erzählten die Nachrichten. Sie würden ständig die Nachrichten verfolgen, aber sie hätten nicht vor, ihre Reise abzusagen. Leider ist Florenz und Mailand noch in unserem Leben ausgeblieben. So müssen wir beide große Städte noch besichtigen. Wir hoffen, dass das Ganze bis Sommer abklingt. Die Präsidentin des Verbandes der ungarischen Reisebüros sagte dem Sender M1, derzeit würden nur ein geringer Prozent der Reisenden ihre Reise absagen. Die meisten würden es lieber verschieben wollen. Die meisten Reisenden möchten ihre Reise verschieben. In diesem Fall verhandeln die Reisebüros direkt mit den Dienstleistern, das heißt mit den Hotels und den Fluggesellschaften. Zum Glück ist es Februar und es ist nicht die Hochsaison der Buchungen, sagte die Präsidentin. Coronavirus. Der italienische Botschafter in Budapest bedauerte bei der Eröffnung, das Coronavirus hätte das Image Italiens überschattet. Massimo Rustico betonte, Italien tue sein Bestes, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die Ergebnisse des militärischen Entwicklungsprogramms Ungarns, das Srini 2026, seien jetzt schon in den Kasernen und auf den Truppenübungsplätzen zu spüren, sagte der Verteidigungsminister an der Sitzung des Parlamentarischen Fachausschusses in Kecskemét. Tibor Bengő erklärte, die angeschafften Transportflugzeuge und Hubschrauber seien schneller, hätten eine höhere Flughöhe und könnten mehrere Aufgaben erfüllen.
Die ungarischen Streitkräfte sind jetzt zumindest in der Lage, nicht über Entlassungen, Personalabbau und Beschränkungen sprechen zu müssen, sagte der Verteidigungsminister. Das Tanzfestival von Budapest hat heute begonnen und geht bis zum 11. März. Es ist bereits die 20. Auflage dieser Veranstaltung. Choreografen sowie zeitgenössische Tanz- und Balletttanzgruppen sind aus Europa und von jenseits des Ozeans angereist. Die Tanzgruppen aus Pécs, Eger und Szeged haben jeweils eine Aufführung vorbereitet. Diese Aufführungen kann man im Nationalen Tanztheater und im MÜPA Budapest besuchen. Als ob sie tanzen würden, die Puppenkreationen von Industriekunstmeisterin Eva Bocsi. Die Figuren der Künstlerin wurden jetzt im Palotz-Museum von Balassa Gyarmat ausgestellt. Die Sammlung zeigt die Traditionen und bunten Volkstrachten der Region anhand von mehr als 100 in Palotz-Tracht geschlüpften Puppen. Die Wanderausstellung gastierte schon in den Nachbarländern Ungarns und auch im Vatikan. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.